Liebe anwesende Pressevertreter, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Kolleginnen, liebe Stadträte, heute mal etwas anders, mit einem anderen Hintergrund. Ich begrüße Sie wieder mal live aus dem Rathaus, aus bestimmten Anlässen, aus besonderen Anlässen. Wir versuchen live in bewährter Weise mit unserem Livestream über Facebook Sie zu informieren über die aktuelle Lage. In den letzten 2 Jahren war das dominierende Thema Corona. Wie gehen wir damit um? Was bedeutet das für unsere Stadt? Was für Auswirkungen hat das und welche Konsequenzen hat das? Wir haben jetzt in letzter Zeit länger überlegt, wie gehen wir mit dem aktuellen Thema um? Gefühlt haben wir seit 3 oder 4 Jahren nur noch Krisenmanagement. Es begann mit einer Flüchtlingskrise, Corona, wieder Flüchtlingskrise und jetzt die Energiekrise. Und zum Schluss war es der Anlass, eine aktuelle Pressekonferenz zur Veranstaltung, dass wir die Pressevertreter einladen, dass wir sie live informieren, die aktuellen Schreiben an die Verbraucher, was Energiepreiserhöhungen betrifft. Ich glaube, es ist notwendig, dass wir Sie über die aktuelle Situation informieren, wie welche Zusammenhänge entstanden sind, was passiert ist, warum wir dort sind, wo wir jetzt sind, was das für uns bedeutet. Ich muss Ihnen vorher mehr oder weniger gestehen, Lösungen kann ich Ihnen heute nicht anbieten zur Lösung dieser umfangreichen Krise. Wir können nur informieren, wie wir damit umgehen, was wir als Stadt veranlasst haben, welche Maßnahmen wir planen und welche Ursachen das alles hat. Und die Ursachen aus meiner Sicht liegen schon etwas länger zurück. Wenn Sie sich erinnern, vor einigen Jahren ging es um die Energiewende. Wir sprachen von erneuerbaren Energien, von Ausstieg aus der Kohleenergie, Ausstieg aus der Atomkraft und so weiter. Und als es dann Bundestagswahlen gab und die Entscheidung für eine Koalition fiel mit bekannten Plänen, mit bekannten Programmen, dann haben die Märkte das erste Mal reagiert. Also ich spreche aktuell von Energiemärkten. Das führte zu Preiserhöhungen, zu Unsicherheiten am Energiemarkt und unsere Stadtwerke waren auch im 2. Quartal 2021 das erste Mal direkt damit konfrontiert, dass es Preiserhöhungen gab an den Energiemärkten. Und da war noch nicht von der Ukraine und dem Krieg in der Ukraine die Rede oder keiner konnte sich das vorstellen. Aber es gab schon Entwicklungen und das führte dazu, dass wir Ende des Jahres 2021 das erste Mal in unseren Stadtwerken die Situation hatten, dass wir teurer einkaufen als verkaufen. Gas, Strom und all die Produkte, die wir so haben. Das hat mit Regulierung zu tun in den letzten Jahren. Es gibt ja eine Regulierungsbehörde in der Bundesrepublik. In den letzten Jahren wurde mehr reguliert als entschieden. Es wurde überreguliert und im Moment hat man das Gefühl, dass alles freien Lauf geht. Es wird nichts mehr reguliert, zumindest die Preise nicht und die Auswirkungen. Und das vermisse ich im Moment und deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen. Es kam dann zum Krieg in der Ukraine und da verstärkte das ganze Thema nochmal. Es wurden Sanktionen beschlossen gegen Russland, was unsere Energieversorgung betrifft. Und die haben direkte Auswirkungen auf die Menge der Energie, der Gaslieferungen, die wir beziehen, auf unsere Stromherstellung, alle die Sachen, die damit zusammenhängen. Und somit muss man konstatieren mit dem Tag heute, die Sanktionen, die beschlossen wurden, richten sich im Moment direkt gegen uns. Das muss man konstatieren und das muss man auch benennen dürfen, ohne dass man dort, sag mal, gegen den Strom schwimmt, sondern das sind Tatsachen, die vorhanden sind. Im 4. Quartal, wie gesagt, waren die Stadtwerke das erste Mal gezwungen, Strom und Gas zu Preisen zu verkaufen, die unter den Einkaufspreisen liegen, die wir selbst weitergeben. Und das Thema und Stichwort Grundversorgung spielt natürlich eine Rolle. Viele Energieversorgungen in der Vergangenheit haben natürlich auch ein anderes Spiel gespielt. Es gibt Discounter, die haben zu Dumpingpreisen Strom verkauft, die sie aktuell auf dem Spotmarkt zu niedrigen Preisen gekauft haben, nicht wie wir das über viele, viele Jahre getan haben, in mehreren Jahresscheiben immer uns mit Strom versorgt, mit Gas versorgt und dass wir die Preise stabil halten konnten. Und in dem Moment, als die Einkaufspreise so explodiert sind, waren natürlich die Discounter nicht mehr in der Lage, ihre Verträge aufrechtzuerhalten. Das heißt, sie haben die Verträge gekündigt, es wurden auf einmal ganz viele
standen vor der Tatsache, sie haben keinen Versorger mehr. Und diese fallen automatisch in die Grundversorgung ihres Gebietes, und das sind in diesem Fall unsere Stadtwerke. Für die Grundversorgung gab es Tarife, die stehen fest, die mussten wir einhalten. Und wir können nicht einfach, weil der Preis so hoch ist, die Tarife einfach mal so ändern, sondern dort sind Zeiten notwendig, Abstände und Fristen. Aber auch die bestehenden Verträge, die langfristigen, die wir einhalten müssen, führten dazu, dass wir, was unseren Geldfluss betrifft, ins Hintertreffen geraten. Das hat direkte Auswirkungen auf die Liquidität des Unternehmens, auf alle Sachen, die ausgegeben werden müssen und die wir ausgeben wollen. Und die Spirale dreht sich weiter. Preisanpassungen immer erst zeitversetzt möglich. Das führt zu Liquiditätsproblemen, das habe ich benannt. Und es geht bis zur Existenzbedrohung. Sie lesen das täglich, hören das in den Medien, dass die Stadtwerke in diesem Land alle vor der gleichen Situation stehen und vor der gleichen Herausforderung stehen. Was wir dagegen tun können im Moment, wir rennen hinterher. Wir setzen uns damit auseinander, dass wir das Geld, was wir einkaufen, was wir für den Einkauf ausgeben müssen, uns irgendwoher beschaffen müssen. Und das geht nur aus Sicht der Stadtwerke mit Preisanpassungen. Wir müssen die Preise weitergeben, die wir im Einkauf bezahlen müssen. Und ich möchte es nochmal ganz klar betonen, die Stadtwerke als Energieversorger, als Lieferant, sind nicht Verursacher dieser Preiserhöhung, nicht Verursacher dieser Situation. Und sie sind hundertprozentiger Gesellschaft und wir sind hundertprozentiger Gesellschafter unserer Stadtwerke. Deswegen sind wir auch mit verantwortlich, dass es unseren Stadtwerken, dass sie überleben. Das ist unser Vermögen, das ist kommunales Vermögen, das ist Eigentum der Bürgerschaft. Die Preisanpassungen, die raus sind am 1.10. an alle Kunden, die sind inzwischen längst überholt. Das klingt dramatisch und es ist es auch. Wir haben im August ein Allzeithoch bei Gas und Strom. Das ist so ein leichtes Wort, aber ich möchte es an zwei Beispielen oder drei Beispielen mal untermauern. Wenn wir bisher beim Strom für ein Einfamilienhaus im Jahr vielleicht 1.200 Euro bezahlen haben, so sind wir jetzt mit dem aktuellen Preis von heute inzwischen bei 3.200 Euro. Die Heizkosten für eine Neubauwohnung für 54 Quadratmeter hat bis jetzt 90 Euro im Monat gekostet. Wir gehen davon aus, dass wir ab jetzt, ab demnächst, etwa 320 Euro dafür aufbringen müssen. Und ich würde noch ein Beispiel hinterher schieben, dass man die Dimension vielleicht mal erfasst. Wir konnten es uns in den letzten Jahren immer leisten, abgesehen von Corona, auf dem Markt eine Eisbahn zu installieren. Und so eine Eisbahn frisst viel Strom. Das hat etwa 20.000 Euro Stromkosten für die Saison gefressen. Das heißt Januar und Februar, wir haben gekühlt, je nach Außentemperatur, 20.000 Euro. Das ist viel Geld. Die Stadtwerke haben das mit gestemmt. Wir haben das als Leistung für unsere Bürger, als Angebot gesehen und haben das alle mitgetragen. Wenn wir heute die Eisbahn aufbauen würden, in demselben Zeitraum, würde das nicht 20.000 Euro kosten, sondern 200.000. Bloß, dass man die Dimension in einem bestimmten Maße erfasst. Und die Frage ist, wo geht das hin? Und was können wir tun? Und bevor wir zu bestimmten Dingen kommen, die wir umsetzen, wo wir uns Gedanken gemacht haben, wo wir vielleicht auch Ihre Fragen beantworten, wie Sie sehen, sitzen heute vier Teilnehmer in der Pressekonferenz. Und ich würde Ihnen noch mal kurz vorstellen, das ist einmal Udo Moritz, technischer Leiter der Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG und Geschäftsführer der GmbH. Das ist Sven Schreiter als Geschäftsführer unserer städtischen Wohnungsgesellschaft und das ist Björn Buchholz, Geschäftsführer unserer Wohn- und Pflegeeinrichtung hier in Annaberg-Buchholz. All die Anwesenden stehen für Sie heute zur Verfügung. Wir versuchen in kurzen Worten die aktuelle Lage zu schildern, wo wir uns gerade befinden und verschiedene Dinge zu erläutern und zu beantworten. Soweit würde ich es bei der Vorrede belassen und ich bitte erstmal Udo Moritz, in einfachen Worten, wo befinden wir uns gerade, wo geht es hin und wo kommen wir her? Bitte schön. Ja, in der Tat ist es so, dass die Preise an den Energiehandelsplätzen, an den Börsen, an den Märkten in den letzten Monaten geradezu explodiert sind. Die Allzeithochs,
dieser Begriff ist nur typisch Energiewirtschaft, betrugen für den Spotpreis im Strom über 1.300 Euro pro Megawattstunde. Spotmarkt ist also eine Kurzfristbeschaffung oder eine Restbeschaffung. Das muss jeder Energieversorger auch realisieren. Wir hatten im Gasbereich gesehen Preise von über 300 Euro pro Megawattstunde und im Vergleich auch dort am Spotmarkt und im Vergleich zu den Marktsituationen noch im Jahr 2021 lagen die Preise am Spotmarkt Gas für deutlich unter einem Cent die Kilowattstunde, also 10 Euro die Megawattstunde. Es sind extreme Verteuerungen des Produktes Energie. Und wir sehen, dass heute schon auch für die Folgejahre, und das ist auch aus unserer Perspektive nochmal eine deutliche Warnung, auch ein deutlicher Hinweis an alle Kunden, Kundinnen, an alle Letztverbraucherinnen, Letztverbraucher, die Energiepreise, Strom und Gas werden auch noch weiterhin steigen. Das weitere Steigen der Energiepreise liegt einfach an den Beschaffungsmechanismen. Die Unternehmen beschaffen Jahre im Voraus gewisse Mengen an Energie. Heute sind wir froh, dass wir in den zurückliegenden Jahren unser Portfolio Strom und Gas füllen konnten und da auch noch Mengen im Portfolio haben, die zu günstigen Konditionen erworben werden konnten. Sukzessive gehen diese Mengen natürlich zu Ende und so ist es bei jedem Energieversorgungsunternehmen. Und der Portfoliopreis mischt sich, und da mischt sich eben anhand der aktuellen Marktnotierungen ganz klar nach oben. Wir sehen diese Preisentwicklung nicht nur bei Strom und Gas. Eine ähnliche Preisentwicklung hat auch die Kohle. Und eine sehr volatile Entwicklung haben die auch heute als Preisbestandteil in Energielieferverträgen enthaltenen CO2-Zertifikate. Auch hier wurden im August 2022 ein Preis erreicht von knapp 100 Euro pro Tonne CO2. Das entspricht also dann auch 100 Euro pro EUA. Diese Entwicklung bedauern wir zutiefst. Wir besorgen unsere Energie, wie gesagt, an Großhandelsplätzen. Wir haben Energievorlieferanten, die den Marktgeschehnissen genauso ausgeliefert sind, wie wir das selbst sind. Und wir müssen auch feststellen, wir sind für die Preisentwicklung an den Energiemärkten, und da sehen wir erstmal nur die Preisentwicklung, nicht verantwortlich. Wir sind allerdings Weiterverteiler oder Endverteiler. Wir müssen die Produkte, die an den Märkten angeboten sind, weitergeben, und wir müssen die zu den Konditionen weitergeben, die sich an den Großhandelsplätzen einstellen. Die Situation, insbesondere im Gasbereich, die reflektiert natürlich auch in die Fernwärme. Fernwärmepreise werden, die sind oftmals an Gaspreise gekoppelt. Fernwärmepreise werden auch in Zukunft noch mit steigen, sodass auch dort im Wärmemarkt, und wir wissen ja, dass in der Fernwärme das Wärmeelement eine sehr große Rolle spielt. Wir wissen, dass dann natürlich auch die Fernwärmekonditionen, Fernwärmepreise, insbesondere Arbeitspreise, die an die Gaspreise gekoppelt sind, mit dem entsprechenden Zeitversatz steigen werden. Auch hier eine große Bitte an alle Kundinnen und Kunden, preissensibel zu sein und natürlich auch das bereits mit der privaten Haushaltsplanung zu berücksichtigen, dass sich hier eine ganz neue Entwicklung einstellt. Wir hatten in den vergangenen, ich würde schon fast sagen Jahrzehnten, sehr konstante Fernwärmepreise. Wir hatten eine konstante Struktur in der Fernwärme. Das geht jetzt sukzessive zu Ende. Wie gesagt, wir sind Weiterverteiler oder Letztverteiler. Wir haben die Preisstellungen, die an Großhandelsplätzen entstehen, nicht zu vertreten. Wir wissen sehr wohl, wie die Preise entstehen. Da gibt es ja das bereits in Medien doch häufig zitierte Merit-Order-Prinzip.
Heute dominieren Gaskraftwerke den Strompreis. Und hier ist dringend die Politik gefragt, einzugreifen, in Marktberuhigungsmaßnahmen zu ergreifen und insbesondere sich an den Paragraphen 1 Energiewirtschaftsgesetz zu erinnern, denn dort steht das Thema Preisgünstigkeit neben Effizienz, Klimaschutz, Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit. Wir hatten zuletzt mit unserer Preisanpassung zum 1.10. im Gas insbesondere, aber auch in der Fernwärme, die vom Bund beschlossenen Gasumlagen, das sind 3 Umlagen, weiterzugeben. An der Stelle laufen bei uns die Telefone heiß, die Anrufer bemängeln die Weitergabe der Gasumlage in allen Bereichen. Und der Wortlaut der entsprechenden dazu gehörigen Gaspreisanpassungsverordnung lautet: Am Ende des Tages ist eine ganz einfache Formel. Die Gasumlagen werden auf jede Kilowattstunde, die in einem Bilanzkreis ausgespeist wird, aufgeschlagen. Mit anderen Worten, jede Kilowattstunde steht da drin. Da steht nicht nur Kilowattstunde für Gas, sondern da steht jede Kilowattstunde, so auch in der Fernwärme. Das sind auch die Kilowattstunden für die Stromerzeugung. Das heißt, die Gasumlagen treiben natürlich auch die Strompreise wieder mit in die Höhe. Und wir haben diese Gasumlagen auch in unserem Preisanpassungsschreiben zum 1.10. vollständig weitergeben müssen. An der Stelle eine ganz sehr große Bitte an die Verbraucherinnen und Verbraucher: Kürzen Sie Ihre Rechnungen nicht. Auch wenn Sie mit dem Thema Gasumlage nicht besonders einverstanden sind, das Kürzen der Energierechnungen, in dem Falle der Gasrechnungen, wird natürlich dann auch bei uns zu Nachfragen führen und wir werden uns dann mit den Kunden auseinandersetzen müssen. Wir möchten aber auf solche Auseinandersetzungen verzichten. In diesem Zusammenhang gibt es auch noch eine Bitte an alle Kunden mit einer registrierenden Leistungsmessung, insbesondere im Strom, betrifft aber auch Gas. Es ist dringend erforderlich, dass jeder Kunde zum 01.01.2023 einen Lieferanten besitzt. Der Lieferant bucht seine gelieferten Mengen in einen Bilanzkreis. Und nur so kann auch der entsprechende Kunde bzw. der Versorgungsvorgang bei uns bilanziert werden. Hat ein RLM-Kunde, das sind also Kunden mit registrierender Leistungsmessung, keinen Lieferanten zum 01.01.2023, dann nützt ihm, dem Kunden, auch das Thema Grundversorgung an der Stelle nichts mehr. Wir würden uns mit dem Kunden dann diesbezüglich ins Benehmen setzen müssen, dass im schlimmsten Fall, im Ausnahmefall, die Versorgung unterbrochen werden muss. Wir würden das gerne vermeiden und appellieren auch hier nochmal an Industrie, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, dass jeder, der zum 01.01.2023 auch Strom, Gas entnehmen möchte, der auch Kunde ist, der nicht in die Grundversorgung fällt, einen Lieferanten nachweisen kann. Ja, wir sind nicht die Verantwortlichen für das Desaster an den Energiemärkten, als Energiekrise bezeichnet, beziehungsweise auch als politische, gesellschaftliche Krise bezeichnet. Wir nehmen trotzdem alle Beschwerden in unserem Kundenbüro auf. Wir beantworten jede Anfrage, wir beantworten auch Anschreiben, wir beantworten auch alle weiteren Anfragen. Es macht uns betroffen, was unsere Kunden uns mitteilen. Das sind lapidare Proteste, das sind aber auch Darstellungen in der Lebenssituation, die mit den kommenden Energiepreisen natürlich noch mal bedrohlicher und schwieriger wird. Wenn Sie Beschwerden hinsichtlich Umlagen, Preisen, Versorgungslage haben, dann können Sie sich auch an das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz richten. Das Bundesministerium sitzt in der Scharnhorststraße 34-37 in 10115 Berlin.
Und die E-Mail-Adresse ist kontakt@bmwk.bund.de. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima ist ja der Herausgeber vielerlei Verordnungen. Das sind Verordnungen zur Gaspreisanpassung, zu den Umlagen. Das sind aber auch Verordnungen zu Sparmaßnahmen. Das sind Verordnungen zur Sicherung der Energieversorgung, Kurzfrist und Mittelfrist. Wenn dort direkter Beschwerdebedarf ist, dann ist das der richtige Adressat, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima. Herzlichen Dank, Udo Moritz. Das sind Begrifflichkeiten, die für jeden Bürger nicht unbedingt immer gleich nachvollziehbar und zu verstehen sind, aber nochmal deutlich gesagt, bitte versuchen Sie, Ihren Versorger die Rechnung zu bezahlen. Das hat Auswirkungen sonst in einem Umfang, den keiner möchte, einmal für das Unternehmen, aber auch für den Abnehmer. Wir kommen zum Verbraucher. Ich würde als nächstes bitten, dass Sven Schreider als Geschäftsführer der städtischen Wohnungsgesellschaft Annaberg-Buchholz über die aktuelle Lage informiert, auch das, was möglicherweise auf die Mieter zukommt und wie wir damit umgehen aktuell. Bitte schön. Ja, ich möchte als Verbraucher, als Großverbraucher mal darstellen, wie sich diese Situation auf uns auswirkt. Wir verwalten oder besitzen aktuell 1047 Wohnungen in Annaberg-Buchholz. Unsere Mieteranzahl sind ca. 2300 Mieter, für die wir zuständig sind und um die wir uns so aktuell Sorgen machen, weil der Zustand aktuell unhaltbar ist. Die Mieter werden von der Politik informiert, aber wissen noch nicht, was direkt auf sie zukommt aufgrund der Betriebskostenlage, weil die immer ein Jahr später abgerechnet wird. Zu unseren Objekten, 60% werden mit Fernwärme versorgt und 40% haben eigenständige Gasheizung. Ich möchte kurz sagen, was wir bis jetzt verlangt haben für unseren Mieter in der Vorauszahlung, haben wir in der Wärme pro Quadratmeter 1,50 Euro verlangt, aktuell. Das müssen wir jetzt leider aufgrund der Preisanpassungen, die angekündigt worden sind, müssen wir das leider erhöhen auf 4,50 Euro pro Quadratmeter. Das heißt, das ist eine immense Steigerung und das hat auch nichts mit der Miete zu tun, sondern das sind wirklich nur reine Vorauszahlungen für die Heizung. Summa summarum sind die angekündigten Vorauszahlungen für unsere Firma betragen, die im Jahr 2 Millionen mehr kosten, was wir bis aktuell jetzt wissen, was auf uns zukommt mit der Preissteigerung. Ich bitte auch alle Mieter, können aktiv auf uns zukommen und können mit uns sprechen, wenn es um Ratenzahlungsvereinbarung geht oder irgendwas. Wir sind da offen für alles, das wissen auch die meisten Mieter. Aber ich muss appellieren, wir benötigen auch das Geld, um die Versorgerrechnungen zu begleichen. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht für ein Einfamilien, also für eine Wohnung, wo eine Frau, die bewohnt, die hat aktuell 600 Euro Heizkosten gehabt und wird ab nächsten Jahr ca. 1800 Euro Heizkosten haben. Also das ist schon immens und da muss man auch wirklich Vorsorge treffen, um diese hohen Rechnungen an Heizkosten zu begleichen zu können. Ich habe noch als Beispiel eine Wohnung mit zwei Personen. Die haben aktuell 840 Euro und dort wird es auf über 2500 Euro die Heizkosten steigen. Und wir reden aktuell nur von den Heizkosten. Das sind noch keine kalten Betriebskosten angepasst, noch nicht gestiegen, noch nichts. Also das ist immens, was auf unsere Mieterschaft zukommt. Und ich bitte um Verständnis und jederzeit sind wir bereit zu sprechen über alles. Wir müssen auf alle Fälle darüber sprechen. Was wir jetzt als SWA geplant haben, um den Mietern hohe Nachforderungen zu ersparen, wir werden jeden Mieter im September anschreiben und auf den Vorjahresverbrauch die Preissteigerung draufrechnen und somit bitten, die Vorauszahlung ab jetzt schon zu erhöhen, damit die Nachforderungen nicht entstehen, wie wir es aktuell stellenweise schon haben. Also, wie gesagt, an alle Mieter, bitte wenden Sie sich an uns, kommen Sie zu uns. Wir sind jederzeit für Sie da und wollen Ihnen nur helfen, diese Nachforderungen, die jetzt entstehen oder diese Vorauszahlungen, sind dem geschuldet, dass tatsächlich die Preissteigerungen dahinter stehen. Vielen Dank, Sven Schreiter. Und als Dritter im Bunde Björn Buchholz für unsere Wohn- und Pflegezentren. Wir als WPA haben zwei große Standorte. Das eine ist das Haus Adam Ries im Wohngebiet Adam Ries und den Wohnpark Luis Otto Peters. Des Weiteren haben wir mehrere kleine, wie das Wohnquartier im Münzviertel, die Anna Mensa, den Barbara-Ottmann-Ring, aber auch diverse Pflegestützpunkte
wie in Grottendorf, Mildenau und die dortige Tagespflege. Um exemplarisch die steigenden Kosten Ihnen auch nochmal darzustellen, haben wir uns die zwei stationären Häuser, haben ja dort Prognosen erstellt, wie sich die Gaspreise oder die Preise insgesamt für das nächste Jahr entwickeln. Das Haus Adam Ries, das wird mit Fernwärme versorgt und laut Ankündigung haben wir die Preise jetzt für das nächste Jahr ab Oktober schon hochgerechnet. Wir haben jetzt Gesamtkosten, Energiekosten in dem Haus von ca. 79.000 Euro und werden dann im nächsten Jahr bei 170.000 Euro liegen. Bei uns die Kosten, die ein Heimbewohner trägt, sind im ersten Jahr, in diesem Jahr, also im laufenden Jahr, ist das ein Eigenanteil von 2.144 Euro. Und mit der angekündigten Steigerung werden es dann 2.422 Euro sein, die jeder Heimbewohner selber tragen muss aus eigenen Mitteln. Hier sind aber auch die jetzigen prognostizierten Steigerungen wie Lebensmittel, Sachkosten, aber auch Löhne, weil die gleichnamig auch mit den Energiekosten steigern. Im Wohnpark Luise Otto Peters verhält es sich anders. Dort werden wir mit Gas beliefert und hier haben wir auch die Kosten dann für das nächste Jahr schon hochgerechnet. Hier gibt es eine Steigerung von 77% von 83.000 Euro auf 148.000 Euro und das macht im Eigenanteil unserer Pflegekunden in dem Bereich von diesem Jahr von 2.200 Euro dann auf 2.575 Euro. Wir als Betreiber oder Dienstleister von Pflegeangeboten verhandeln unsere Pflegesätze und die Pflegesätze der Bewohner mit den Pflegekassen. Und dort bezieht man sich auf aktuelle Verträge, auf Erfahrungen und auf zum Beispiel Arbeitsverträge. Und nicht auf Ankündigungen und Möglichkeiten, die sich täglich auch ändern. Und das macht es uns ganz schwierig. Und wenn wir ins Gespräch mit den Pflegekassen kommen, wissen die auch nicht, wie das gehandhabt wird. Wenn die Gasnotlage zum Beispiel trägt, wir haben jetzt gute Marktpreise oder wir haben die verhandelten Verträge jetzt auch mit unseren Stadtwerken, aber wenn die Gasnotlage greift und der Marktpreis durchgereicht wird, reden wir nicht mehr um 80.000 Euro, sondern wir reden dann von 83.000 Euro Gaskosten, um eine Steigerung dann von 650% und wären dann bei 630.000 Euro Steigerung. Oder, und das würde es uns extrem schwierig machen, wir wüssten dann auch nicht mehr, wie wir die Preise umlegen können und wie wir das auf unsere Kunden, wie wir das unseren Kunden erklären, das, was unsere oder meine Vorredner auch schon angekündigt haben. Wir sehen uns als WPA oder als Betreiber von stationären Einrichtungen wie einen großen Haushalt. Das eine sind die Energiekosten, aber wenn die Energiekosten steigen, dann steigen auch die Lebensmittel, dann steigen Materialkosten, weil die Energie ist eine Vorleistung. Und somit erhöht sich auch hier der Preis enorm. Die Heimkosten werden aufgeteilt zwischen den Bewohnern und den Pflegekassen. Und wenn ich als Heimbewohner zum jetzigen Zeitpunkt die 2.144 Euro zum Beispiel nicht tragen kann, dann springen die Sozialämter ein oder die Sozialhilfe, wenn kein weiteres Vermögen, wie zum Beispiel Grundstücke oder Häuser vorhanden sind. Hier rechnen wir zum einen, dass natürlich auch die Sozialhilfeempfänger mehr werden, aber sich auch Angehörige stark überlegen, ob sie bei uns natürlich Leistungen in Anspruch nehmen können. Und das gefährdet natürlich auch die Gesamtbewirtschaftlichkeit. Das ist aber nur ein Teil, das ist der stationäre Bereich. In dem anderen Bereich werden die Kosten natürlich auch von uns weiter berechnet werden müssen. Wir als WPA haben es, muss ich ehrlich gesagt, in den letzten Jahren nicht leicht gehabt. Wir sind aus einer Krise gekommen, aus der Corona-Krise, die wir seit 2020 begleiten. In der stecken wir immer noch drin, weil wir wissen ja auch nicht, was ab Oktober, wie sich die Maßgabe ab Oktober weiter verhält. Und hier ist ein ganz großes Problemfeld, was uns zusätzlich noch beschäftigt, die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Dieses Gesetz soll bis 31.12.2022 zum jetzigen Stand aufrechterhalten werden. Wir wissen nicht, was danach kommt, ob dieses Gesetz
aufgelöst wird oder ob sich dieses Gesetz verlängert wird. Hier gibt es noch keine Aussagen. Gesundheits- und Arbeitsverbände fordern hier ganz klar ein Auslaufen. Auch vielleicht hier eine praktische Zahl aus unserem Unternehmen. Wir haben 400 Mitarbeiter. Davon haben wir im März 60 Kollegen damals gemeldet, die keinen Immunitätsnachweis haben. Zum Stand 31.08. haben wir 106 Kollegen gemeldet. Das ist ein Viertel unserer gesamten Belegschaft. Das macht es natürlich für unsere Kollegen schwierig. Einmal für die Kollegen, bei denen theoretisch noch ein Betretungsverbot im Raum steht. Also das schwebt quasi über uns. Parallel weiß man nicht, wie die steigenden Kosten auf dem Markt, also quasi zum jetzigen Beispiel Gas, wie sich das weiterentwickelt. Und die Kollegen, die dann zwar einen Immunitätsnachweis haben, wissen wiederum nicht, wie sie dann natürlich die Arbeit tätigen sollten, wenn die anderen 106 Kollegen fehlen sollten. Ich darf auch keinen neuen Kollegen ohne einen Immunitätsnachweis einstellen. Das heißt, Kollegen, die keinen Impfnachweis haben, dürfen auch nicht bei uns arbeiten bis zum 31.12. Aus diesem Grund fordern wir als WPA, und ich kann die Bitte einfach nur weitergeben oder unsere Forderung, dass der Paragraph 20a des Infektionsschutzgesetzes nicht zum 31.12. ausläuft, sondern dass er schnellstmöglich auch aufgehoben wird. Gut, herzlichen Dank. Das sind erstmal drei Unternehmen, bei denen die Stadt Annaberg-Buchholz 100%iger Gesellschafter ist. Wir wollten das einfach heute in dieser Form ungeschönt, ungefiltert und vor allen Dingen in aller Offenheit an Sie weitergeben, wie sich die Situation darstellt. Ich bin es erleid, da irgendwas zu beschönigen oder gut zu reden. Im Moment ist nichts Gutes daran zu finden. Und das hat was mit Handwerk zu tun, mit politischem Handwerk, wie manche Entscheidungen getroffen werden. Und im Moment erleben wir Marktwirtschaft nicht sozial, nicht normal, nicht real, sondern einfach brutal. Das ist das, was wir im Moment erleben. Und wie gehen wir damit um? Es hat Auswirkungen auf alles, auf alle, auf alles in unserem Leben. Es betrifft Bürger genauso wie Haushalte, wie Firmen, wie Einrichtungen, wie Kommunen. Und das, was auf uns zukommt, ist einfach schwer abzuschätzen. Deswegen fahren wir im Moment auf Sicht, versuchen, Entscheidungen zu treffen, die uns immer die Sicherheit geben, es funktioniert. Es geht weiter und wir können das, was uns an Aufgaben ansteht, was auch so eine Stadt zu leisten hat, was jeder für sich zu leisten hat, auch bewältigen. Ich spreche für unsere große Kreisstadt. Wir befinden uns gerade in der Aufstellung des Doppelhaushaltes für 23 und 24. Und aktuell müssen wir uns einfach die Frage stellen, was werden wir uns leisten können. Und wenn ich allein das Thema Stadtwerke betrachte mit den Preiserhöhungen, die auch unsere Einrichtungen treffen, unsere Kindergärten, unsere Schulen, unsere Turnhallen und Sporteinrichtungen, alles, was es zusammengefasst betrifft, dann reden wir von 2,5 Millionen, die uns aktuell allein unter diesem Stichwort fehlen. Und das ist schwer darzustellen, wenn wir einmal Pflichtaufgaben haben, an denen können wir nicht rütteln, aber auch verschiedene Dinge machen wollen. Wir wollen so vieles tun. Wir wollen Veranstaltungen, wir haben Kultureinrichtungen, wir wollen Angebote machen. Die Absicht haben wir nach wie vor. Bloß wie werden wir es umsetzen können? Die Betriebskosten betreffen nicht nur Firmen und Haushalte oder unsere Stadt. Das, was zurzeit passiert, hat auch Auswirkungen in der Wirtschaft generell. Das heißt, wir sind auch angewiesen auf Gewerbesteuereinnahmen. Und wenn wir merken, dass es verschiedenen Firmen nicht mehr möglich ist, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten, weil er die Betriebskosten nicht mehr bezahlen kann oder die Einkaufspreise nicht mehr leisten kann, die Kunden verliert, dann sind das alles Dinge, die Auswirkungen in der Folge haben, die wir im Moment absolut nicht einschätzen können. Und wir können nur hoffen, dass alle überleben. Es sind Entlastungen angekündigt. Das gab es erst heute wieder. Es gab eine Klausur der Bundesregierung. Entlastungen im privaten Bereich. Das ist schön und gut. Und ich finde das auch richtig, wenn solche Preise, die aus meiner Sicht politisch-ideologisch verursacht sind, hier aufgerufen werden, dass wir die Bürger entlasten müssen. Aber was passiert, was Entlastungen betrifft, was Sicherung betrifft mit unseren Stadtwerken, mit unseren Kommunen, mit den Firmen? Dort ist momentan nichts auf dem Schirm. Und ich bemängle ganz stark, dass das Thema Stadtwerke, das betrifft ja ganz Deutschland, dass das Thema Stadtwerke immer noch nicht von der Bundesregierung
für ernst genommen wird. Das sind kommunales Eigentum, das sind Vermögenswerte, die hier vernichtet werden in einer Größenordnung. Mir fehlen dazu die Worte, muss ich zugeben. Das sind unsere Firmen und die kämpfen im Moment ums Überleben. Und die Bürger müssen es ausbaden, indem sie höhere Preise bezahlen. Und dem weiter so zuzuschauen, fällt mir ehrlich gesagt schwer. Was haben wir bis jetzt unternommen? Zum einen gibt es Verbände, es gibt Gremien. Wir sind vertreten über den Sächsischen Städte- und Gemeindetag. Wir sind im Deutschen Städtetag, der Verband kommunaler Unternehmen. Alle bemühen sich, in irgendeiner Form Gehör zu finden, dass wir doch jetzt zu diesem Zeitpunkt, spätestens jetzt zu diesem Zeitpunkt, auch politisch, glaube ich, Entscheidungen treffen muss und einschreiten muss. Manche Länder machen es uns vor. In Deutschland ist da noch nichts in Sicht, was zum Beispiel die Deckelung von Strompreisen oder Gaspreisen betrifft. Wenn das so weitergeht, wird es Haushalte geben, die ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können, Firmen, die nicht mehr bezahlen können, Kommunen, die kein Geld mehr haben. Und dort sind Entscheidungen nötig. Und das, was zurzeit politisch abläuft, ist für mich einfach nur dilettantisch und brutal gefährlich. Also dort werden wir unsere Stimme auch weiter erheben und versuchen, Einfluss zu nehmen, das zu unterstützen. Ministerpräsident Michael Kretschmer hat dort verschiedene Anläufe genommen und auch klare Meinungen geäußert. Ich kann ihn nur unterstützen. Man kann politisch stehen, wo man will. Aber es geht darum, die deutsche Wirtschaft zu unterstützen, unsere Einwohner, unsere Bürgerschaft zu unterstützen, dass ja nichts vor die Hunde geht. So brutal und deutlich muss man das einfach sagen. Wenn wir dazu nicht mehr in der Lage sind, das auszusprechen und vielleicht mal auszudiskutieren, dann ist irgendwas verkehrt. Wir haben einen Krisenstab eingerichtet. Wir werden Maßnahmen festlegen, die für unsere Stadt möglicherweise entlastend sind. Und es gab von der Bundesregierung zwei Verordnungen. Ich würde die auch für die Öffentlichkeit, hat vielleicht das eine oder andere Mal gehört, dass es Verordnungen gibt zur Energieeinsparung. Aber schon alleine dieses Wortungetüm, Mittelfrist Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Und es gibt eine zweite Verordnung, die heißt Kurzfrist Energieversorgungssicherungsmaßnahmeverordnung. Ich meine, da ist man unglaublich kreativ im Finden solcher Namen. Aber das, was da drinnen steht, ist einfach handwerklich schlecht gemacht. Es sind Maßnahmen festgelegt, ganz einfache Dinge, die wahrscheinlich jeder schon auf dem Schirm hat. Durch die hohen Preise ist man natürlich darauf bedacht, Energie zu sparen, dort wo es geht. Jetzt sind wir noch angewiesen, ab morgen sämtliche Beleuchtungen abzuschalten. Also wir machen das Licht aus an der Ankirche, am Pöhlberg, am Türmel, am Schreckenberg und alles, was wir bisher beleuchtet haben. Wir sind angewiesen, die Temperaturen runterzufahren in den Büroräumen, in den öffentlichen Räumen. Ausgenommen davon, weil die Frage auch schon aufgetreten ist, sind Kindergärten, dort ist diese Verordnung nicht zutreffend. Also dort werden wir weiter heizen. In Nichtwohngebäuden ist die Warmwasserversorgung einzustellen. Alles Maßnahmen, die auf die hohen Energiepreise noch oben drauf kommen, wo jetzt vorgeschrieben wird, wie wir uns zu waschen haben und ähnlich. Verzeihen Sie mir den Sarkasmus. All das beschäftigt uns tagtäglich und wir werden versuchen, mit Maßnahmen gegenzusteuern. Was ich heute schon sagen kann, es gibt nicht die Absicht, den Weihnachtsmarkt wieder ausfallen zu lassen. Und wir haben auch nicht die Absicht, unseren Weihnachtsmarkt unbeleuchtet zu lassen, unsere Weihnachtsbeleuchtung auszuschalten. Wir haben in den letzten Jahren schon viele Maßnahmen ergriffen. Wir haben die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt. Wir haben unsere Weihnachtsmarktbeleuchtung zu großen Teilen auf LED umgestellt. Wir werden uns Gedanken machen, ob wir die ganze Nacht das anlassen können. Das wird sicher möglich sein, dort Zeiten einzurichten, um das zu ändern und verschiedene andere Maßnahmen auch. Aber das sind alles Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn ich höre, dass die Energiepreise weiter explodieren sollen, dann ist das alles nicht sehr hilfreich oder zumindest nur in geringem Maße, was die Kosten betrifft. Und deshalb werden wir uns ständig damit beschäftigen müssen und ebenso wie Sie uns darum kümmern müssen, wie es weitergeht. Ich würde zum Schluss unseres Vortrages, bevor wir zu den Fragen kommen, noch ein Zitat loswerden wollen. Und das ist die Eidesformel der Minister der Bundesregierung. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren, verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Und ich glaube, an diesem Zitat sollten sich jeder Bundesminister im Moment messen lassen und das auch umsetzen, Schaden
vom deutschen Volk und dieser Bundesrepublik abzuwenden. Und in diesem Sinne beende ich unseren Vortrag und wir stehen für Fragen gerne zur Verfügung. Herzlichen Dank. Wie kritisch ist denn die Situation der Stadtwerke aktuell jetzt schon? Ich möchte in dem Sinne erstmal beruhigen. Die Abläufe funktionieren. Wir haben so viel Liquidität, dass wir alles am Laufen halten können. Die Belegschaft steht zur Verfügung. Womit wir uns am meisten im Moment auseinandersetzen müssen, das wird mir Udo Moritz bestätigen, sind die Kundengespräche, sind die Preiserhöhungen. Aber die Firma selbst ist noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen müssen, jetzt ist schon so viel Alarm, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht. Also dort möchte ich beruhigen, unseren Stadtwerken geht es im Moment noch ganz gut. Wie dramatisch ist denn die Situation für die Wohnungsgesellschaft, wenn die Mieter anfangen, ihre Nebenkosten nicht mehr zahlen zu können bei diesen dramatischen steigenden Nebenkosten? Dann ist es ganz dramatisch, das muss ich so deutlich sagen, weil das können wir, einen Teil können wir schon ausgleichen, das ist kein Problem, aber grundsätzlich können wir nicht die 2 Millionen, die dort anstehen, was jetzt geplant ist, komplett decken aktuell. Also wir brauchen die Vorauszahlung der Mieter, damit wir die Stromrechnung bezahlen können. Man muss uns an anderen Dingen einfach sparen, damit wir dann die Rechnung begleichen können. Und wir haben bei der ganzen Sache noch nicht davon gesprochen, wie viele Mietausfälle dann entstehen werden. Die kann man heute noch nicht in dem Maße so beziffern, was dann für Ausfälle über die Betriebskosten kommen. Weitere Fragen? Gibt es denn bei Ihnen, also ein Krisenstab in der Stadt, der ist eingerichtet, gibt es denn bei Ihnen Krisenpläne dafür, wie Sie dann mit den Mietern verfahren? Also wenn ich hier die Zahlen von Ihnen gehört habe, da wird es ja gerade in den Neubaugebieten durchaus Mieter geben, wo das relativ schnell passieren, dass die nicht mehr bezahlen. Wie verfahren Sie denn dann mit den Mietern? Also wie schnell setzen Sie die auf die Straße? Würde ich gern antworten wollen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir mit Ausfällen zu rechnen haben. Wir werden natürlich alles versuchen, die Mieteinnahmen zu generieren, die Betriebskostenvorauszahlung herbeizuschaffen. Aber was nicht passieren wird, dass wir ab nächsten Monat oder übernächsten Monat mit einem Rollkommando loslegen und die Mieter vor die Tür setzen. Das wird nicht passieren. Ich kann nur immer wieder appellieren, wir brauchen politische Entscheidungen. Wir müssen uns hier gegenseitig helfen und an alle Mieter zu appellieren, ihre Mieten zu bezahlen und die Betriebskosten. Dasselbe Thema betrifft ja, wenn man die Energiekosten nicht bezahlt und irgendwann der Strom abgedreht werden muss. Wenn natürlich eine Regierung dann verordnet und beschließt, du darfst niemanden vor die Türe setzen, du darfst niemanden Strom abdrehen, aber die Ausfälle habt ihr selbst zu tragen, dann haben wir ein Problem mit unseren Firmen. Dann gehen unsere Unternehmen in die Insolvenz. So deutlich muss man das sagen. Also das ist sind Röhren, die sich gegenseitig bedingen. Und ich kann nur hoffen, dass alle das Verständnis aufbringen, dass wir uns gegenseitig helfen müssen. Und natürlich in Richtung Politik, in Bundespolitik, dass Entscheidungen getroffen werden, um das zu mildern. Also wir werden nächste Woche niemanden losschicken, der die Mieter vor die Tür setzt. Wie ist die Situation für die Sportvereine? Sie haben es ja angedeutet, dass die Regelungen jetzt so sind, dass in Gebäuden das warme Wasser abgestellt werden muss. Gibt es da schon von Seiten des Krisenstabs Ideen? Die kalte Jahreszeit steht bevor, es gibt Fußballvereine. Also wir haben ja die Anweisungen, was Nichtwohngebäude betrifft. Und dort gibt es, glaube ich, noch Regulierungsbedarf. Es betrifft ja genauso gut die Feuerwehren. Es ist ein Nichtwohngebäude und wenn die auf den Einsatz kommen und die hätten kein warmes Wasser, das ist eigentlich ein Unding. Und so sehe ich das auch im Sport, in den Turnhallen, dass wir dort nicht einfach Wasser abdrehen können oder das Warmwasser ausschalten können. Dort gibt es noch Nachregelungsbedarf. Aber die Frage ist, wie lange können wir die Einrichtung noch vorhalten? Wie lange können wir die noch offen halten? Und das wird in nächster Zeit die größere Frage werden, ob wir dann noch warmes Wasser brauchen. Es kommen inzwischen eine ganze Menge
Fragen über unseren Live-Chat herein. Vielleicht fange ich mit denen an, die schon vorher kamen. Sie können natürlich dann weiter fragen, wenn Sie noch Fragen haben. Max Rebroff fragt, welche Gebäude werden ab 1.9. nicht mehr angestrahlt? Das hatte ich vor uns beantwortet. Alles das, was zurzeit angestrahlt wurde, darf nicht mehr angestrahlt werden. Und dazu passend kam eine Frage von Thorsten Walde. Dürfen die Stadtwerke auch ihre Werbe- oder schalten die Stadtwerke auch ihre Werbetafeln aus? War ein Thema übrigens im Städtetag, weil es gibt ja Verträge für die Werbetafeln. Die sind bestellt, es ist eine Investition der Werbetafeln, aber ab morgen ist es nicht mehr erlaubt, die von 22 bis 16 Uhr. Also von 22 bis 16 Uhr dürfen die nicht mehr eingeschaltet werden. Wer für den Schaden aufkommt, ist noch nicht geregelt. Also das sind alles solche Sachen, die hier drin stehen in diesen Verordnungen, die ohne Folgeabschätzung getroffen wurden. Sind erst einmal stolz drauf, dass sie was verordnet haben, aber die Folgen davon, ob das nun juristisch, rechtlich oder auch praktisch sind, sind zu großen Teilen nicht abgeschätzt worden. Und das bemängle ich auch und das würde ich auch noch mal laut und deutlich sagen wollen. Dann fragt Frau Sylvie Herzl, welche weiteren Preiserhöhungen werden uns innerhalb der nächsten 12 Monate erwarten? Frau Herzl, ich würde Ihnen das gern sagen wollen. Ich kann es nicht. Das, was Sie heute von uns gehört haben, ist, glaube ich, schon schlimm genug, was zu erwarten ist. Aber was in den 12 Monaten nächstens passiert, ist schwer abzuschätzen. Gibt es vielleicht Entscheidungen, die was regulieren auf europäischer Ebene? Gibt es Gedanken, dort einzuschreiten, um bestimmte Sachen zu regulieren? Wie schnell das geht und wie das greift, kann man schwer abschätzen. Also dort kann ich Ihnen keine verlässliche Auskunft geben. Marco Häsler fragt, das Vereinsleben in Annaberg-Buchholz ist trotz diverser Unterstützung der Stadt Annaberg immer schwieriger geworden. Nun steht uns mit der Energiekrise eine weitere Problematik bevor. Die zunehmenden Betriebskosten machen einen weiteren Spiel- und Trainingsbetrieb kaum noch möglich. Gibt es hierfür bereits Überlegungen seitens der Stadt Annaberg-Buchholz, wie man unterstützen kann? Und auch hier muss ich wieder darauf verweisen, wir sind in der Aufstellung des Doppelhaushaltes. Es gab immer eine Position bisher, Unterstützung von Vereinen finanziell, oder auch durch kostenlose Nutzung. All das müssen wir uns jetzt anschauen. Was können wir noch leisten, was geht nicht mehr? Und wenn es nach mir geht, würde ich lieber mehr unterstützen als weniger. Aber die Entscheidung werden wir gemeinsam im Stadtrat treffen müssen, nach dem, was wir zur Verfügung haben. Eine allgemeine Frage, wird es in den Haushalten noch bezahlbare Heizkosten geben, zum Beispiel bei größeren Familien? Brauche ich nicht weiter ausführen. Wir haben die Zahlen gehört, die sind ernüchternd. Thorsten Walde. Warum wird keine Förderung für Balkonkraftwerke angeboten? Jeder Vermieter müsste das unterstützen. Ist eine Idee, die bestimmt erstrebenswert ist und auch, finde ich, gar nicht so schwer umsetzbar ist. Aber welche Art von Förderung gerade geht und nicht geht, das bestimmt zumeist Bund und Land. Als Stadt kann man momentan eigene Förderprogramme nicht auflegen. Ich würde das gerne unterstützen. Es gibt noch, ist es korrekt, dass Anträge für Photovoltaikanlagen im Stadtzentrum abgelehnt wurden hinsichtlich Denkmalschutz. Es gab dort vergangene Woche einen Termin, weil es verschiedene Bürger dieser Stadt gab, die gerne PV-Anlagen auf ihren Dächern bauen wollen, natürlich logischerweise auch aufgrund der aktuellen Situation. Und es stehen dort Dinge des Denkmalschutzes entgegen. Dort gab es ein Gespräch mit den Betroffenen und unserem Bauamt. Und meines Wissens nach wurden dort Absprachen getroffen, Einigungen erzielt und auch Lösungen gefunden. Es wird nicht überall gehen, das wäre natürlich für den, der es machen will, leichter, aber auch, wir sind Welterbe, verschiedene ganz sensible Bereiche, da kann man das einfach nicht machen. Aber dort, wo es möglich ist, stimmen wir denen zu und unterstützen das und es gibt, soviel ich weiß, ja auch Förderung dafür. Wird die Photovoltaik oder der Photovoltaikstrom der Kita Mäusebrück für die Einrichtung genutzt? Fragezeichen. Es gab wohl Aussagen, dass diese Energie nur ins Netz eingespeist werden kann und nicht für den Eigenbedarf. Ich glaube, alles, was diese Förderung betrifft für PV-Anlagen, das ist klar geregelt, was ist Eigenbedarf, was kann ich für eigenen Strom nutzen oder wenn ich diese Förderung in Anspruch nehme für die Einspeisevergütung, dann muss ich es natürlich ins Netz speisen. Udo Moritz, vielleicht kannst du das, die Modalitäten da genauer erklären, da bin ich nicht unbedingt. Ja, das Thema PV-Anlagen ist ja ein sehr vielfältiges Thema geworden, neben dem Erneuerbaren Energiengesetz, was selbst heute schon als Gesetzesmonster wirkt, haben wir im Wesentlichen immer noch zwei Modelle. Das eine ist Selbstverbrauch,
aus der PV-Anlage, das andere ist Netzeinspeisung. Die Anwendung ist sehr unterschiedlich bei unseren Einspeisern und das muss man sich immer im Detail angucken, was sinnvoll ist und was auch wirklich wirtschaftlicher wäre. Mit den aktuellen Strompreisen erscheint natürlich auf den ersten Blick der Selbstverbrauch die günstigere Lösung zu sein. Bei den aktuellen Preisen. Dankeschön. Ja, haben wir noch weitere Fragen aus dem Netz? Gibt es von den Pressevertretern noch weitere Fragen? Erstmal erschlagen. Ich hätte noch eine Frage, und zwar im Vorfeld, also als die Energiekrise aufkam, ging mal durch alle Medien so ein Thema, Stichwort Wärmehallen. Und da geisterte auch durchs Netz, dass die Kommunen vom Bund bzw. Landesregierung zu dem Thema abgefragt worden sind. Hat es das tatsächlich gegeben und gibt es da in Annaberg entsprechende Pläne? Aktuell dazu noch keine Pläne. Aber wenn man die ganze Entwicklung so betrachtet, muss man es ja irgendwo in Erwägung ziehen. Es gab einen Hinweis darauf aus dem Städtetag, wenn ich mich richtig erinnere, dass man damit rechnen muss, dass man den großen Städten möglicherweise Wärmehallen vorhalten muss. Ich habe mich da noch nicht angesprochen gefühlt, aber das, was sich gerade entwickelt, kann man es ja nicht ausschließen. Und natürlich machen wir uns dazu Gedanken, wenn Mieter ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können, die Wohnung kalt ist, dass es dann Möglichkeiten gibt, wo man sich aufhalten kann. Aber so weit will ich noch gar nicht denken. Das ist ein absolutes Horrorszenario und ich hoffe, dass das nicht eintritt. Gut. Gibt noch eine Frage? Und zwar, in welcher Art und Weise kann mehr Druck auf die Abgeordneten ausgeübt werden? Habe ich das richtig verstanden, dass die Stadtwerke keine neuen Gaskunden annehmen? Gaskunden annehmen, das wird Herr Moritz beantworten, und mehr Druck ausüben. Ich unterstütze jede Initiative, natürlich immer auf sachlicher Basis, die uns dazu führt, dass Entscheidungen getroffen werden, die uns weiterhelfen. Und dazu gehören nun mal Bundestagsabgeordnete, dazu gehören Landtagsabgeordnete, die unsere Stimme in den entsprechenden Stellen sind und natürlich auch unsere Gremien. Dort versuchen wir alles und wir spiegeln das auch den Abgeordneten weiter. Und es wäre natürlich hilfreich, wenn das die Bürger genauso tun. Udo Moritz hat vorhin die Kontaktmöglichkeiten zum Bundeswirtschaftsministerium genannt. Und ich würde vielleicht auch noch die Bundestagsabgeordneten mit benennen, die für uns hier zuständig sind, die uns vielleicht helfen können, uns oder die Dinge weiterzutragen, die uns beschäftigen. Udo Moritz, vielleicht. Ja. Das ist erstmal vom Grundsatz her richtig, dass wir unseren Vertrieb eingestellt haben. Das haben wir auch schon vor einigen Wochen, fast schon Monaten vornehmen müssen. Und wir gehen jetzt aktiv nicht mehr auf Kunden zu und können aktuell auch keine Kunden gewinnen. Das liegt nicht daran, dass wir das nicht wollten, sondern es liegt einfach daran, dass man an den Großhandelsplätzen neben nur noch teurer Energie keine freien Mengen mehr kaufen kann. Also wir können heute nur noch im sehr begrenzten Rahmen Strom und Gas erwerben. Und insofern wäre es auch misslich, wir würden Kunden beliefern wollen, die wir dann gar nicht beliefern könnten. Wie stehen Sie als auch der Stadtrat zu dem Irrsinn, was unsere Bundesregierung beschlossen hat? Ich glaube, wir haben es klar und deutlich formuliert. Und wir sind in einem ziemlich offenen Gedankenaustausch auch im Stadtrat. Und ich habe jetzt keine andere Wahrnehmung, als dass wir da gemeinsam an den Strang ziehen und verschiedene Entwicklungen nicht verstehen, nicht bloß nicht verstehen, sondern auch verurteilen. Also es kann nicht sein, dass Entscheidungen getroffen werden, die komplette Wirtschaft zum Erliegen bringt oder so schadet, dass es vielleicht nicht mehr reparabel ist. Also dort sind wir, glaube ich, auch im Stadtrat so ziemlich auf einer Linie. Und ich kann nur sagen, das, was zurzeit politisch passiert, ist schwer nachzuvollziehen und auch schwer vermittelbar an unsere Bürgerschaft. Aber wir müssen trotzdem dafür sorgen, dass es eine funktionierende Verwaltung gibt, dass es funktionierendes Leben in dieser Stadt gibt. Dafür werden wir alles tun und auch versuchen, auch wenn das im Moment nur sehr, sehr kurzfristige Entscheidungen sein können, wir können im Moment keine langfristigen Entscheidungen treffen. Wir fahren im Moment auf Sicht und versuchen, Kurs zu halten. Das ist das, was wir mit aller Kraft tun und da stimmen wir uns sehr intensiv auch innerhalb des Stadtrates ab.
Werden Sie den Bürgerprotest gegen die Politik der Bundesregierung, der definitiv immer größer wird, unterstützen? Also ich unterstütze jetzt keine Protestmaßnahmen, die irgendwo bloß rumbrüllen und die nichts bringen. Ich unterstütze jede Form von Kritik, die uns weiterhilft. Und ich glaube auch, dass wir damit rechnen müssen, dass nicht nur welche auf die Straße gehen, die Krawall machen wollen, sondern dass es auch viele gibt, die einfach verzweifelt sind und nicht wissen, wie es weitergeht. Und deswegen habe ich null Verständnis für einen Minister, der von sich gibt, wir müssen damit rechnen, dass demnächst demokratiefeindliche Kräfte auf die Straße gehen. Es ist für mich ein Unding, so einen Ausspruch zu bringen. Ich habe großes Verständnis für welche, die in einer Lebenssituation sind, in einer Lage geraten, wo sie nicht mal wissen, wie es weitergeht. Und die gehen auf die Straße. Und dafür habe ich Verständnis. Und das kann ich nur unterstützen. Ich würde vorschlagen, wir beenden an dieser Stelle unsere Pressekonferenz, unseren Livestream. Ich hoffe, wir konnten Ihnen zumindest einige Antworten geben und Sie über den aktuellen Stand informieren. Und ich hoffe natürlich genauso, dass wir beim nächsten Livestream von besseren Zeiten berichten können. Herzlichen Dank und einen angenehmen Abend.